So, herzlich willkommen zurück zu Mytest Creative Server Let's Play, Folge 260. Warum habe ich das gerade so behindert betont? Ich habe keine Ahnung. Siehst du, was ich mal ganz so gucken wollte? Ich habe ja letzte Folge so, wie sagt man so schön, gefährliches Halbwissen verbreitet. Wegen dieser komischen Mod, die unten das Zeug da anzeigt. Da würde ich gerne mal zwei Sachen gucken. Erstens, ob sie wirklich von Linux Duke kam. Kann sein, dass der Linux Duke Let's Play heißt? Oder war das mit dem Let's Play jemand anderes? Gott, so viele Namen und alle haben so komische Namen. Warum kann ich einfach jemand Max Mustermann heißen und der andere Max Mustermann 2? Gut, es würde noch ein bisschen verwirrender sein, aber hey. So. Max. Quatsch, machen wir. Linux Dirk Let's Play, glaube. Ja, doch, jetzt wie Linux Dirk Let's Play. Ah. Okay. So, und der hat, glaube. Gott, kann es sein, dass das Ding M-Timer hieß? Nee, M-Timer ist eine Linux-Funktion. MyTestMod Bad Player at 30. Nee, ja, doch. M-Timer ist der Hochpräzisionstimer von Unix, also für Messungen im Nanosekundenbereich oder sowas. Das ist definitiv nicht das, was ich wollte. Ich mache einfach mal hier Time Mod. Linux Dirk. Ich wusste gar nicht, dass du so hübsch aussiehst. Time Timer. Ja, okay, dann hängen wir mal sicherheitshalber noch ein MyTest hinten dran. Wahrscheinlich, weil. Ach so, weil ich hier. Ja, okay, das Let's Play statt ihm. Weil er, ne, da ist ja normalerweise eine Lücke. Timespeed? Nein, das ist nicht das, was ich suche. Das ist definitiv nicht das, was ich suche. Ehe! Doch, M-Timer! Scheiß die Wand, dann ist das Ding doch der M-Timer. Ich bin. Genau das Ding hier. Jawohl, ja. M-Timer is a mod that allows a player to individually configure and show the timer as a present HUD element and a minor update every second. M-Timer can show a real-world timer or in-game timer as well as common space stations, lalalala. Die Frage ist das Ding User, ein Client-Mod oder Server-Mod? Weil ich hätte das Ding gerne schon als Client-Mod, aber ich glaube, ich hatte da schon mal nachgefragt, ob das Ding auch als Client-Mod gibt. Habe ich ihm hier im Forum gefragt oder wo war das? Oder habe ich ihm damals eine PN geschrieben? Seite 1 von 1, okay. Ach, hier. Allerdings, Linie. Ja, genau. Hier. Genau, hier. Gibt es eine Chance, daraus eine Client-Side-Mod zu machen? Das geht bestimmt. Aber ja, Linux Dirk. Er ist ein alter Mann. Er ist sehr konservativ. Spaß. Nein. Ja. Hallo Linux Dirk. Nein. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Also es gibt die Mod, aber die müsste ich auf dem Server installieren. Das Problem ist, dann hätten halt alle, die darauf kommen, die Mod. Und ich will jetzt den Server nicht grafisch so super überlasten. Ich meine, wir haben unten schon HUD mit Nahrung und alles Mögliche. Wenn dann da jeder auch noch so ein Ding hier sieht, ich glaube, man ist einfach too much. Von daher wäre es halt geil, wenn nur wir das jetzt hier fürs Let's Play quasi benutzen könnten. Aber das geht halt nur, wenn es eine Client-Side-Mod wäre. Oder kann man das Ding irgendwie pro Spieler aktivieren, dass sich das Ding quasi einfach dauerhaft. Na, nee. Okay, wir fragen einfach mal. Hallo, lieber Linux Dirk. Let's play. Komma. Punkt. Ich habe mich über Ihren Brief sehr ge. Nein, falsches Thema. Ich habe deine Mutter ge. Ist ja gut jetzt hier. Es in deiner ihrer
ihrer Mod, gibt es in ihrer Mod die Möglichkeit, sie global zu deaktivieren und nur für einzelne Spieler zu aktivieren. Zum Beispiel mich. In zum Beispiel meinem Let's Play. Ja. Genau. So, hier ist meine Möglichkeit. Alter, was habe ich denn da geschrieben? Erstens, Möglichkeit groß. Und zweitens, das ist nicht mal Wort. Möglichkeit. Danke. Ich habe schon wieder ein N geschrieben. Was ist denn los mit mir? Wie global. Na gut, ich schreibe mal klein. Wie global zu deaktivieren. Alter. Deaktivieren. Und nur für einzelne Spieler zu. Ey, kein Bock mit. Hier, komm. Bam. Ja, okay. Meine deutsche Rechtschreibung über einen Punkt dazwischen. Leerzeichen dazwischen. Wobei ihm das nichts gestört zu scheinen haben soll. Was hat ihn denn da? Hä? Klar kommt hinter dem B. Hä? Also sowas doch richtig, aber warum zeigt es denn jetzt immer noch rot an? Er ist bekloppt. Okay. Nur einen Spieler zu aktivieren, zum Beispiel für mich, genau. Gibt es eine Mod-Möglichkeit zu aktivieren und nur. Ja. Test. Ah. Ich weiß nicht, irgendwie ist der Minecraft-Server, also das Forum, immer noch extrem lahmarschig teilweise. Ich habe immer wieder das. Ne, wir hatten ja letztens dass der Server, dass das Forum so komplett down war. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl, es kommt bald wieder dazu, weil der ab und zu braucht er halt wirklich ewig, um die Seite zu laden oder ähnliches. Ja, Timespeed ist wie gesagt nicht das, was ich wollte. Das ist, brauchen wir nicht. Brauche ich nicht. Schon mal aus den Gründen, dass auf meinem Server sowieso keine Zeit vergeht. Was ich lieber haben würde, gerne wäre, wenn es eine Mod gibt, die Serverzeit mit einer Echtzeit, meinetwegen auch mit einem Offset, aber quasi mit der Echtzeit synchronisiert. Ne, dass man sagen kann, okay, du läufst in Echtzeit, meinetwegen auch mal 2. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel morgen um 3 ist, ist es auf dem Server um 6. Wenn es morgens um 9 ist, ist es auf dem Server meinetwegen 18 Uhr. Ne, und so weiter und so fort. Das heißt, wenn es im Echten um 13 Uhr wäre, wäre es dann auf dem Server wieder 2 Uhr. Und so weiter und so fort. Also, dass man quasi einen Multiplikator und einen Offset einstellen kann. Aber das quasi wenigstens das, dass sie halt mit der Echtzeit synchronisiert werden kann. Weil, wie gesagt, ich hatte damals probiert gehabt, einfach die Uhrzeit auf einfach zu stellen. Also, ne, man kann ja beim Server einstellen, wie viel Ingame-Tage innerhalb eines Tages vergehen sollen. Und das hatte ich halt auf 1 gestellt, das heißt Echtzeit. Wie gesagt, solange wie halt einer on war, war es kein Problem. Aber sobald alle, also sobald der letzte offline gegangen ist und dann wieder der nächste on kam, war es auf einmal eine ganz andere Uhrzeit. Also da scheint der Server irgendwie dann irgendwie total zu springen. Ja, keine Ahnung. Genau, also sowas wäre halt noch cool, ne? Dann würde ich vielleicht noch überlegen, irgendwann mal wieder die Uhrzeit zu aktivieren. Aber wie gesagt, nur dann. Weil wenn Uhrzeit, dann schon angelehnt an ne Realität. So, ich habe eine Nachricht. Eine PM oder was? Nö, einfach nur eine Notification. Wetten von vor 3 Tagen. Tun wir gar nicht mehr rechnen, wie viel Uran du überhaupt bereist. Also, GitHub. Ja, die hatten wir doch angeguckt gehabt. Aus der wurde ich aber nicht wirklich schlau. The Fusion Max only about Uran. Almost all of the other. Oh! Da habe ich mich dann wohl verlesen. Also überlesen. Dann wäre die Angabe, die ich brauche.
Ne, weil hier geht es quasi darum, zu berechnen, wie viel, ne, wie für unsere Aufbereitung da. Für einen kompletten 5x5x6, für einen kompletten Reaktorkern, wenn ich das richtig verstehe. Da ist aber noch nicht berücksichtigt, dass sich auch eine Menge in allen Stufen hängen bleiben, wenn du immer zwei von jedem. Ja, eben, das ist nämlich auch noch so ein Problem. Ich meine, gut, das ist in dem Moment kein Problem, weil wenn du dann wieder neues Material, also neues frisches Material quasi einfügst ins System, dann wird ja das, was quasi hängen geblieben ist, ja dann auch wieder weiter verwendet. Von daher wäre es auf lange Sicht kein Problem. Also es würde, ne, Gesetz der großen Zahlen und so ein Scheiß, es würde auf lange Sicht die Effizienz nicht verändern. Aber wenn du es nur auf einen kurzen Moment betrachtest, dann muss man das definitiv mit berücksichtigen. Das Teure dabei sind wohl die 4 Sekunden, die sich zu früh... Ja, genau. Und dann die Zentrifugen verbrauchen leider eine Menge Strom. Die Zentrifugen laufen müssen. Plus die Zeit für die Bestückung und das Nachladen der Batterien. Bestückung und das Nachladen der Batterien? Was, welche Batterien? Wir laufen noch über Solarstrom. Egal. Achso, oder weiß ich gar nicht. Doch, unsere Solar... Läuft unsere Zentrifuge in Echtzeit oder braucht die zu viel Strom? Weiß ich gerade gar nicht mehr auf dem Kopf. Deshalb immer nach nebenher laufen lassen und mit großen Haufen, die du hast. Und vielleicht wenigstens ein paar in Reihe bauen. Und die Reihenbox... und ein Reihenbox... Ach, wow. Ich habe das gerade als ein Wort gelesen. Eine Reihe Box, Injektoren, Grinder, Injektoren, Öfen, Injektoren. Was? Und eine Reihe Box, Injektor, Grinder, Injektor, Ofen, Injektor, Box. Ach. Okay. Boah, Alter, ich bin klar. Nein, also eine Reihe mit einer Box, einem Injektor, einem Grinder. So meint er das jetzt gerade. Ich dachte, das hier ist ein Objekt, was so heißt. Box, Injektor, Grinder. Injektor, Ofen, Injektor, Box. Ach so, um daraus gleich dieses, hier dieses, Dost, um daraus MS-DOS zu machen. Blinky Plants für die Barren. Die Blöcke kannst du ja nach Bedarf von Hand craften. Wenn du die letzte Stufe mit dem Auto-Crafter für jede Sorte Erz aufwendig findest. Lead ist gleich Blei, spricht sich übrigens Lead. Lead. Echt? Lead? Okay. Ich könnte schwören, dass es immer Lead heißt. Also, ne? So wie das deutsche Lead. Also mit IE. Auf Deutsch gesprochen. Aber okay. Lied. Ach, ich hab's sogar geschrieben. Heißt. Stimmt, klar. Ja, da war. Ja. Muss ich auch immer, wenn du Gravel. Gut, das war's dann fürs Let's Play. Schön, dass ihr kurz zugeguckt habt. Es war mir ein großes Vergnügen. Das war die letzte Folge für heute. Tschüss! Ich weiß nicht mal, wie man das hier aussprechen soll. Gravel? Gravel? Weißt du was? Es gibt ja zum Glück einen Sprachkurs. Nein, das da. Wo denn jetzt? Geht doch. Lead. I'm too late, ja. Okay. Warum kopiere ich mir die Sachen, wenn ich doch einfach selber reinschreiben kann? Gravel.
Gravel. Hä? Jetzt spricht das anders aus? Gravel. Okay. Genau so werde ich das immer aussprechen. Da wir ein bisschen Gravel in der Kiste und dann werden wir aus dem Gravel unsere schönen Sachen machen, wo wir dann immer Gravel brauchen. Genau so werde ich das jetzt mal machen. Gravel. Aber schön, naja, schön wäre weniger seltsam, dass ich hier in verschiedenen Arten Gravel. Ausspreche. Gravel. Vielleicht, wenn man das im Satz einbaut. I have a chest full of gravel. I have a chest full of gravel. Ah, klingt schon natürlicher. I have a chest full of gravel. Die hat trotzdem immer ihre Tonlage. Was stimmt denn mit ihr? Hat die gekifft? I have a chest full of gravel. I have a chest full of gravel. I have a chest full of gravel. Das könnte man so ein Remix machen. Egal, lass mal. Wir weichen gerade komplett vom Thema ab. Ja, okay. Dabei muss ich immer an. Okay, ich gehe jetzt mal Risiko ein und klicke einfach mal irgendein YouTube-Video an, während ich aufnehme. Ich hoffe mal, dass das kein Fall ist. Ich hoffe mal, ein bisschen leiser machen hier. Melusine. Krabel, Krabel. Taub, trüber Ginst am Musenhain. Trüb, tauber Hain am Musenginst. Krabel, Krabel. Was? Okay. Ja. Okay, gut. Aber eben, okay. Ich weiß zumindest, was er meint, eben, weil manchmal sage ich dazu Gravel, aber manchmal sage ich wirklich auch immer Gravel. Ich weiß so gar nicht warum. Einfach weil es Spaß macht oder so. Oder weil ich einfach dumm bin. Oder beides. Vielleicht weil es Spaß macht, dumm zu sein. Das wird sein. So. Lässt sich leicht rechnen. Quelle, das, lalala. Ziel, 3,5%. 3,5. 5. Also 5 das. 0,7 geht durch. Davon wird einer 3,57. Winner, take it over. Und 5, 4 eben 0. Kann man das echt so einfach rechnen? Na gut, ich wenn man das vielleicht hochrechnet auf eine ganze Weile, weiß ich nicht. Ja doch, eigentlich mathematisch kann es ja nur so funktionieren. Weil irgendwo müssen die Prozente in Anführungszeichen ja bleiben, ne? Also eben, es geht ja nichts verloren. Von daher muss es ja. Okay, man braucht 6, um den Reaktor zu betreiben. Achso, genau, 6 Brennstäbe. Daher brauchst du 5 mal 5 mal 6. Ja. Achso, genau, weil 5, genau. 5 ein Brennstab, 6 für einen Reaktor und für 5 hiervon braucht man jeweils pro Stück 5 davon, also 5 mal 5 mal 6. Genau, das macht soweit Sinn. Oder 30 das schaffen es. In die 5 und 4 mal so viele gehen in die 0%igen oder 4 plus 0, 1 plus 4, 5 mal 30, 5 mal das oder sonst was? Okay. Ach so, ja, okay. Hier rechnet er gerade aus, wie viel Rohmaterial ich quasi am Anfang brauche, damit diese Rechnung aufgeht für einen Brennvorgang. Was ist gerade hier? Danke. Genau, und das ist richtig, genau. Ich brauche das gesamte Material
weil ich ja auch erstmal den Verschnitt quasi mit abbauen muss. Und genau, das sind 150 das, 57 Lamp beim Durchlauf, wenn ich aus dem Lamp erstmal das mache. Da aber richtig erkannt, die Zentrifuge anfangs ein das stecken bleibt, manchmal bleiben nochmal plus 34, die aber immer da sind, also nicht mehr als Verlust berechnet werden müssen, genau. Tja, dann geht es ja eigentlich sogar fast. Ich meine, wie gesagt, am Anfang wird's ne, aber dann auf Dauer, wenn man denn sagen kann, okay, 75 Lamp für einmal brennen. Die Sache ist halt, ich weiß nicht, wie lange so ein Brennding brennt. Hoffentlich hast du auch ein Endlager. Ja. Das Schöne ist, bei Mindset kann man einfach auf minus 3000, 30.000 gehen, da hat man ein Endlager. Oder man schmeißt ja einfach direkt irgendwo unten in die Lava oder sowas. Das geht ja auch. Na, ich schätze mal. Genau, dürfte konstant laufen. Weil eben die Leistung liegt da quasi dauerhaft an. Ist ja leider genau das gleiche wie als wir damals hatten mit diesen Kohlegeneratoren, also diese. Na, wo wir aus Kohle Strom gemacht haben. Da lief ja auch, die liefen ja auch die ganze Zeit, haben die auch die ganze Zeit die Kohle verbraucht. Ohne dass der Verbraucher dran geschlossen war. Einfach aufgrund dessen, wie die ganze Mod funktioniert. Kann man nichts verbrauchen oder nicht. Oh, da steht irgendwo immer wieder mal. Ein Brennstäbesatz klingt gut. Hält eine ganze Woche? Das ist heftig. Lol. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist leider wahr. Eine Woche brauchen wir alleine für die Bestückung der Zentrifugen. Das ist, ja. Wenn du das im Survival-Modus mit einer oder weniger Zentrifugen, mit einer oder wenigen Zentrifugen, achso, ja, einer oder wenigen. Ich dachte gerade mit einer oder weniger Zentrifugen macht. Wird wohl ein Proof of Concept ohne Netzanschluss bleiben. Wenn es überhaupt fertig wird. Glaube ich mittlerweile fast nicht mehr. Also eine komplette Anlage mit Zentrifugen schafft das locker. Ich sehe eher ein Problem damit, dass ständig auch die Zeit mit der Suche nach dem Nachschub noch verbunden ist. Also Windkraft im V, lalala, oder eben Pandora-Boxen, Wasserkraftmühlen mit eben Konverter sind da eher wartungsfreier. Ja, ich glaube, wie gesagt, wir werden, was die Energieversorgung bleibt, werden wir auch definitiv bei der MV-Anlage bleiben. Also MV? Nein, bei der Photovoltaikanlage. Also hier. Mann, Solarzelle. Das mit dem Kraftwerk klingt tatsächlich, aus dem, was ich hier herauslese, doch sehr viel Arbeit reinsteckungswürdig. Ja. Zwei neue Produkte gibt es in meinem. Achso. Das ist mir klar. Ah, genau. Das ist halt das, was ich meine, ne? Alleine eine Zentrifuge dauert, kostet ja schon 4 Diamanten. Wir haben einfach nicht genug Ressourcen dafür, weil wir finden auf Teufel komm raus keine Diamanten. Ich habe schon seit Ewigkeiten keine Diamanten mehr gefunden. Also, und eben pro Zentrifuge brauchen wir alleine 4 Stück. Das ist ganz schön teuer. Wie gesagt, abgesehen oder vom Stromverbrauch. Ich habe ja euch mal gezeigt gehabt, was da meine Anlage verbraucht an Strom. Das ist selber mehr als ein Kraftwerk. Das heißt, wir bräuchten ein Atomkraftwerk, um die Zentrifugen zu betreiben. Das wird nicht funktionieren.
Teuer ist wohl auch eher eine Frage der verfügbaren Spielzeit und Erfahrung. Wenn nach insgesamt 6 Stunden noch keine eigene Essensversorgung gebaut hat oder beim Auffüllen nicht wirklich erstmal jedes Teil mitnimmt und nur auf schnell anstatt auf Nachfüllen baut, klar. Aber wir sind hier im Kreativ-Sweat. Okay, da wäre ein Reaktor sicher, da ich erstmal... Was? Okay, da wäre ein Reaktor sicher, da ich dann erstmal einen separaten ABM der Maschine denke. Nach einem fremden... auch an fremden Servern weniger an ersparte Suche nach Uran. Okay. Ja, das ist okay. Ja, ich bin nur die ganze Zeit am Überlegen. Also hier steht, aber wir sind ja hier im Kreativ-Sweat. Das täuscht. Ronix spielt als Walker hier tatsächlich im Kreativmodus, aber ohne Let's Play. Als Ronix, also ne, wie ihr seht, spielt er hier Survival im Let's Play. Trotz des Servernamens und damit ein AKW zu bauen, ist ziemlich, zumindest mal ehrgeizig. Die Sache ist tatsächlich, ja, es soll eigentlich gar kein Kreativserver sein, in dem Sinne, dass man einen Kreativmodus hat, sondern ne, meine Intention dahinter ist ja, dass man sich kreativ ausleben kann mit dem, was man halt alles bauen kann, aufgrund der Fülle an Mods. So war das ja von mir eigentlich gedacht. Dass der Name da ein bisschen irreführend ist, ich weiß halt nicht, wie man den halt sonst nennen sollte. Tobt euch kreativ aus, Server, ist halt ein ultralanger Name, das würde halt nicht passen. Was mein Verständnisproblem dabei eher ist, ist, damit ein KW-Kraftwerk zu bauen, ist zumindest mal ehrgeizig. Und das ist halt das, wo ich persönlich auch so ein bisschen, ne, mein Problem mit habe, weil die Mod hat ja Rezepte, damit man die Sachen bauen kann. Das heißt, die Mod ist dafür gedacht, dass man die Sache sich auch selber im normalen Spielverlauf erbauen kann. Also muss es ja irgendwie darauf ausgelegt sein. Sonst gäbe es für die ganzen Sachen erst gar keine Rezepte, wenn man sich die eh nur im Kreativmodus selber geben soll. Von daher dachte ich halt, dass ein AKW durchaus eine mögliche Sache ist. Das war meine Intention dahinter. Naja, wie gesagt, können wir ja immer so nebenbei machen. Haben wir ja jetzt soweit erstmal das Grundkonstrukt fertig. Ein bisschen Uran haben wir auch. Wie gesagt, ab und zu werden wir das Zeug mal grinden. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ob wir noch mehr Zentrifugen bauen? Ich glaube, wie gesagt, eher nicht. Alleine, wie gesagt, aufgrund der Materialkosten. Ne? Ich meine, wir brauchen die Diamanten eigentlich für nichts anderes mehr. Wobei, naja, ich weiß auch nicht, was da noch alles kommt. Weil wir wollten ja auch mal mit diesen komischen Laser und mit diesen komischen Bohrern da rumgucken. Die gibt es ja auch irgendwie. Und die brauchen dann garantiert auch ein Sägeblatt. Und ne, jedes Sägeblatt braucht 4 Diamanten. Und so weiter und so fort. Das wird ganz schön teuer alles. Das ist, ja. Wie kamen wir jetzt überhaupt hier rauf? Ist ja auch egal. Ja. Genau. Ach so, genau wie dieser M-Timer-Mod. So können wir darauf, ja, also. Ja. Hat er schon geantwortet? Oh. Ach Gott, ja. So. Hat er schon drauf geantwortet? Nö, hört er nicht. Lässt seine Community einfach im Stich, Linux-Walker. Was? Linux-Dirk, ne? Also ich hätte direkt nach 5 Sekunden geantwortet. 3 Tage später, aber nach 5 Sekunden. Ja. Gut, lange Rede gar keinen Sinn. Du kannst wieder weg hier. Ja gut. Jetzt ist die Folge quasi schon vorbei. Das war mal eine sehr unterhaltungsreiche Folge. Muss ja auch mal sein. oder wir spielen jetzt einfach noch eine halbe Stunde und machen das als Special-Folge. Nee. Ich glaube mal, die meisten haben bis hier sowieso schon abgeschalten. Von daher, bis dann.